Kann ich wieder was zum Scannen? Da ist das andere Fahrzeug. Und ich habe meinen Scanner nicht dabei. So, und damit sind wir schon zurück. Zumindest für mich schon zurück. Mit einer neuen Aufnahme. Breathe Edge. Mit einer neuen Folge. Folge, lasst mich überlegen. 38 müsste das Ganze sein. Und wir machen uns jetzt mit einer vollen Sauerstoffreserve auf den Weg, hier mal die Markierungen innerhalb dieser Trümmer zu untersuchen. Es gibt hier, glaube ich, sehr viel zu entdecken. Einiges müssen wir wahrscheinlich ohne den Robo machen. Einiges können wir vielleicht mit dem Robo machen. Ich glaube, ich muss da einmal rein. Aber fürs Erste würde ich gerne erst einmal die kleinen Außentrümmer betrachten. Und mal gucken, ob wir hier außen noch ein paar interessante Dinge finden, bevor wir uns direkt in das große Schiff begeben. Und da vielleicht auch noch ganz gut vorankommen könnten. So, jetzt muss ich ein bisschen was loswerden hier aus meinem Inventar. Sauerstoff kann ich nicht zurücklassen. Und dann gebe ich auch lieber... Oh, wir könnten mal Robo voll tanken. Dann könnten wir nämlich das da wieder einstecken. So, das heißt, hier könnten wir noch einen Fernseher scannen. Das wird uns glücklicherweise immer markiert. Aber jetzt gehen wir erst einmal nach da oben. Daran war ich, glaube ich, schon, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Wir gehen nochmal gucken. Wir wollen ja jetzt doch alles erkunden. Hier ist das mit dem Kissen. Ja, das ist... Ja, hier war ich tatsächlich schon. Hier hätten wir jetzt den Stoff herbekommen können, wenn wir dann nicht doch plötzlich eine Stoffrolle gehabt hätten. Dank der netten Müllberge und der netten Müllroboter. So, das heißt, wir begeben uns jetzt hier hoch und gucken mal, ob man hier schon irgendwie reinkommt. Wenn man es an den ganzen Geschützen vorbei geschafft hat. Sieht gar nicht so schlecht aus, aber ich glaube nicht, dass wir einfach so hier reinkommen. Gepanzerte Luftschleuse. Du brauchst eine weitere Tür. Kann ich hier was anbauen? Das wäre es ja mal, wenn ich jetzt hier so eine Luftschleuse anbauen könnte. Kann ich aber, glaube ich, nicht. Hätte ich aber eigentlich klug gefunden, weil wir hatten ja so eine Situation schon mal. Du brauchst eine weitere Tür. Wie soll ich denn jetzt noch eine Tür besorgen? Das Spiel wird immer seltsamer. Da unten ist noch Hyptoplasma, aber an das kommen wir jetzt momentan auch nicht so richtig gut ran. Weil wir den Wärmeanzug immer noch nicht haben. Wir können mal versuchen, vorne rum daran zu kommen. Ich glaube, die Strahlung sollte da noch aushaltbar sein. Da oben haben wir jetzt auch noch ein Modul, das wir uns angucken können. Sauerstoff mal eben kurz nachtanken. Gerade mit den neuen Sauerstoffreserven ist das natürlich sehr schön. Können wir einfach so jetzt hier nachtanken. Hier vorne sieht es nicht so aus, als wenn wir irgendwo reinkommen. Strahlung steigt hier jetzt auch. Vielleicht nehme ich erstmal kurz den Punkt da oben. Und dann sehen wir weiter. Das sieht aus wie riesige Kabel. A large part of the mayonnaise is frozen, but there is some strange activity in some of the balls. If it really is mayo, as indicated in the invoices. Mayonnaise in Form von riesigen Kugeln. Looks like the mayo tanks weren't only on the port side. There's a chance to find something here that could be launched into the core. I'm not sure about the composition of modern mayo products, and therefore I advise you to be careful. Their current physical properties are unknown. Das sieht auch tatsächlich ein bisschen seltsam aus. Da oben auch. Ja, das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen vorsichtig sein. Eine funktionierende autonome... Wo? Da oben.
I've no idea who would need that amount of mayo in space, but we need to find a way to get this whole thing into the liner's core to reduce its activity. Okay. The victim may have tried to press the barbell with his Adam's apple, but this presumption may not be accurate. Eine Hantel. Okay, die sieht aber auch nicht so ganz sicher aus. Klassische Ausrüstung für das Gewichtheben. Es hilft, fast alle wichtigen Muskelgruppen zu entwickeln, wenn es nicht nur in der Garage liegt, natürlich. Kann es jetzt eh nicht mitnehmen. Wir könnten die Trainingsbank scannen. Wir können ihn aber nicht weiter untersuchen. Wir haben hier noch ein Poster. Hier ist die Station. Okay, ich brauche mein Reparaturtool. Dann muss ich hier absteigen. Das könnten wir wahrscheinlich alles scannen und oder einsammeln. Eine Kesselglocke von 16 Kilogramm. Es ist nicht so schwierig, sie in der Schwerelosigkeit zu heben, aber auf der Erde würdest du dir definitiv etwas zehren. Können wir auch wieder nicht mitnehmen. Haben wir halt einfach gerade keinen Platz mehr. So. Okay. Das heißt, wir können hier Sauerstoff tanken. Aber ich weiß trotzdem auch noch nicht, wie man die Mayo in den Kern des Linienschiffes schickt. Ist, glaube ich, auch schwieriger, als es einem im ersten Moment jetzt vorkommen wird. Da ich hier sowieso noch ein bisschen was einsammeln muss, auf Dauer gesehen, werde ich jetzt hier mal eben für diese Wasserflasche, ein bisschen was hier rausschmeißen. Da ist noch ein Sauerstofftank, den hätte ich eigentlich auch ganz gern gehabt. Na gut. Ich muss jetzt herausfinden, was wir mit dieser Mayonnaise hier planen. Und vor allem mit welcher der Mayonnaisen. Ich müsste eigentlich mal dringend ein paar der Markierungen ausblenden. Es sind halt einfach zu viele Markierungen mittlerweile. Vor allem zu viele Markierungen, die wir zum Teil gar nicht mehr nutzen. Der Mayo-Tank ist gut. Kann ich aber farblich ändern. Der Mayo-Tank wird jetzt gelb. So, die Entladezellen, die aktiviere ich jetzt einfach mal. Wenn wir welche brauchen, aktivieren wir sie wieder. Das Sportmodul. So, die Entladezelle. Das Fass lasse ich auch einfach mal drin. Die ganzen Blueprints machen wir jetzt auch blau, damit ich vielleicht ein bisschen an ihnen vorbeigucke. Weil ich jetzt gerade nicht scannen kann. Die Entladezelle kann raus. Die Sauerstoffdinger mache ich jetzt grün. Zumindest die montierten. Die Raumschifftrümmer lassen wir drin. Bereich mit Sauerstoff machen wir auch grün. Das Milchmodul. Das ist das, wo wir eben waren. Das machen wir auch grün, das Techniker-Shuttle, weil das auch Sauerstoff hat. Ich wusste, dass man das kann. Unsere Station wird lila. Aber ich wusste nicht, dass man das für alle machen kann. Ich glaube halt, dass wir die Sauerstoffstationen auch deaktivieren können momentan, weil wir die eigentlich gerade gar nicht nutzen und weil wir hier hinten gar keine mehr haben. Also es ist zwar schon cool, aber wir haben momentan keine Sauerstoffstationen hier in der Nähe. Sonst könnten wir die natürlich aktiviert lassen. Das sind alles die Sauerstoffstationen, die wir hinten aufgebaut haben. Ich mache sie mal trotzdem schon mal grün. Dann haben wir so ein einheitliches Bild da drin. Aber wir brauchen momentan diese Markierungen nicht. So. Und wie ihr seht, ist es jetzt schon um einiges übersichtlicher. Ich habe da noch irgendeine Sauerstoffstation drin gelassen. Da muss ich nochmal eben kurz gucken. Da ist noch irgendwo eine Sauerstoffstation dazwischen. Es ist was Grünes. Montiert. Bereich mit... Ach, das ist der Bereich mit Sauerstoff, oder wie? Sauerstoffstation, da ist sie. Die deaktivieren wir. Und dann haben wir jetzt nämlich eine gute Übersicht. Wenn wir uns die Markierungen anschauen, wissen wir ganz genau, was wir wo vorfinden und ob das Ganze sich lohnt oder nicht. Dadurch ist es, glaube ich, ein bisschen einfacher. So, das sind nämlich dann Questziele, die wir zum Teil jetzt... Wow, ich hänge hier. Au! Lass mich frei. Okay, puh. Ich glaube, dass wir es uns damit ein bisschen einfacher machen. Ich hoffe zumindest, dass wir es uns damit ein bisschen einfacher machen. Ich weiß dann genau, wo ich noch scannen kann.
Und das hier ist mein momentanes Mayo-Quest-Ziel. Oh, hier sind nochmal riesige Bälle von Mayonnaise. These are the brackets mounting the tank to the module. You'd better find them all and detach them before you start, or at best, all this debris will spin and be torn apart with the tank right here. Okay. Dann gucken wir uns doch mal um. Sieht sehr interessant aus. Warum kann ich nicht solche runden Module bauen? Da ist übrigens der Kern. Von hier aus sollten wir diesmal einen besseren Blick darauf haben, wenn das in den Kern geleitet wird. Als letztes Mal. Da ist was. Eine neue Markierung. Da könnten wir uns gleich auch nochmal umschauen gehen. Okay, hierüber kommen wir auch so irgendwie nicht rein. Ich weiß auch nicht genau, ob wir da überhaupt rein wollen. Ist ja auch immer so eine Frage in dem Spiel. There must be some control systems inside. If the airlock isn't damaged, then we need to find it. Get into the tank, start the engine, somehow leave before it starts, and hope that when flying away, the tank will have collected at least some part of the flowing spilled mayo. Okay, hier ist irgendwas. Ersetzen. Manövriermotor benötigt. Scanner benötigt, habe ich jetzt auch nicht. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall einen neuen Scanner. Wir müssen hier noch einiges scannen, wir müssen noch einiges uns anschauen. Einiges freischalten. Okay, was ist das hier unten? Drehen. Halterungsgriff. Reparaturwerkzeug, das habe ich. Halterung geöffnet. Okay. Das heißt, wir müssen die alle öffnen. Wahrscheinlich gibt es davon noch mehr. Nehme ich mal an. Da drüben ist keine mehr. Habe ich noch mehr Halterungen? Wie sieht es hier drüben aus? Da. You'd better find them all and detach them before you start. Or at best, all this debris will spin and be torn apart with the tank right here. Halterung gelöst. Zwei. You can try to repair the bracket, but since you will destroy it during the repair process, it will be easier to break it beforehand. Oh, okay, ich kann es auch vorher schon kaputt machen, scheinbar. Wir müssen die aber alle finden. Wir müssen die finden, bevor wir damit interagieren dürfen. So, zwei davon haben wir schon mal. Zwei davon sind geöffnet. Da mussten wir jetzt auch relativ nah ran, damit er uns die markiert hat. Entweder sitzen sie jetzt noch weiter unten. Oder wir müssen halt hier wirklich an den Stellen noch weiter gucken. Den haben wir geöffnet. Das hier. What a strange place. But maybe we can find something useful here. Das können wir immer, wenn er das sagt. Kann ich wieder was zum Scannen. Da ist das andere Fahrzeug. Und ich habe meinen Scanner nicht dabei. Oh, also ich habe ihn ja dabei, aber halt kein Heilen. Es ist halt jetzt... Er ist halt kaputt. Na gut. Okay, wir haben hier das weitere Fahrzeug. Das ist richtig schön. Ich weiß jetzt auch nicht, wo ich die weiteren lösen muss. Die weiteren Mechanismen. Das ist ein Kühlschrank. Muss ich wahrscheinlich auch scannen. Oh Gott. The cost of Breath Edge Agency funerals is the lowest on the market of funeral services. However, some people still prefer to bury their relatives in a slipshod manner. Ich kann... einfach jetzt nicht scannen. Normalerweise haben wir den Scanner echt nicht so viel gebraucht. Und es war echt nicht so tragisch, wenn er mal kaputt gegangen ist. Aber jetzt... Na gut. Dann muss ich nochmal wiederkommen. Und ganz viel scannen. Ganz, ganz viel Zeug. Was wir jetzt nicht mitnehmen konnten.
Eine Unterhose. Dass wir nicht alles so im Weltall finden. Uff. Uff. Ich glaube auf jeden Fall, wir haben hinterher eine posttraumatische Belastungsstörung. Okay. Zwei Riegel haben wir schon mal da oben. Das Fragezeichen kann ich jetzt nicht klären. Oh, das ist... Da habe ich eine Markierung. Warum habe ich da eine Markierung? Ist das nicht der Riegel, den wir eben... Dann haben wir vielleicht doch noch eine neue Markierung bekommen, als er das gesagt hat. Ja, haben wir. Okay, ich dachte, er redet noch über den gleichen, den wir eben hatten. Aufbrechen. Granate oder Blaster benötigt. Haha. Okay. Das heißt, wahrscheinlich kann ich das mit noch einem irgendwo machen. Wahrscheinlich auf der anderen Seite, nehme ich an. Irgendeine Halterung fehlt uns jetzt noch. Aber hier auf der anderen Seite ist halt diese riesige Mayo-Kugel drüber. Oh, was war das? Habe ich das gemacht? Okay, eine weitere Markierung habe ich jetzt gerade nicht. Ist aber schon mal ein ganz guter Anfang, würde ich sagen. Hier haben wir noch irgendwas. Er ist Matsch, er hat Essen und Trinken ausgeliefert. Gut, wir haben jetzt momentan keinen großen Bedarf daran. Ich habe noch einmal Sauerstoff, das ist auch gut. Okay, mir fehlt noch eine Stelle, wo das Ganze kaputt gemacht werden muss oder entriegelt werden muss. Da hätten wir übrigens das erste Mal tatsächlich auch eine Granate benutzen können. Zwar keine, also kein Sprengsatz, da frage ich mich ja immer noch, wie man das benutzen soll, aber eine Granate. So, dann gehen wir zum nächsten Trümmerstück. Es sieht fast ein bisschen aus, als wäre hier nochmal Farbe. Oh ja, okay. Hier ist Blei. Und da sind die Farbtanks. Das heißt, ich könnte... Habe ich den Bohrer dabei? Habe ich. Ich könnte mir jetzt noch ein bisschen Farbe mitnehmen. Ihr kennt das leidige Farbthema noch aus den ersten Folgen. Und dann könnte ich mir diesen Helm bauen. Und auch noch ein paar Bleilackierungen machen. Aber wir haben jetzt nicht genug Platz. Aber es ist tatsächlich Farbe drin. Das war ja das, was wir die ganze Zeit spekuliert haben, ob es nochmal Farbe geben wird oder nicht. Und scheinbar gibt es wohl nochmal Farbe. Okay, das ist auch ein sehr schönes, kaputtes Stück. Dieser Kern. Okay. He gave me a brilliant idea how to enhance the handy scrapper. Infinity Warrior. Schaut es in allen Kinos des Universums. Erkennt ihr ihn? Nein, unter keinen Umständen erkennt ihn. Aber ich finde die Regenbogenpatronen sehr schön. Wow. Ach, ich mag deren. Der größte und... Schreckliche, dieser Typ ist so hart, dass nicht er im Weltraum fliegt, sondern der Weltraum fliegt in ihm. Macht natürlich völlig Sinn. Haben wir sofort verstanden. Ich weiß jetzt auch nicht genau, was das für eine Markierung war und warum sie nötig war. Aber irgendwas ist hier scheinbar noch. Ansonsten würde uns das jetzt nicht mehr angezeigt werden. Vielleicht muss ich es auch untersuchen. Unendlicher handlicher Schaber. Ah, okay, jetzt verstehe ich es auch. Wunderbar. Das ist natürlich eine Verbesserung. Oh Gott. Besser als meine Flugkünste. Das ist natürlich tatsächlich eine Verbesserung. Das sehe ich mehr als nur ein. Ein unendlicher handlicher Schaber. Wisst ihr, was das für Möglichkeiten eröffnet? Hier kommen wir tatsächlich irgendwie noch nicht rein, genauso wie drüben.
Vielleicht bekomme ich aber irgendwann, vielleicht kann ich mit dem großen, vielleicht kann ich mit dem großen Raumschiff schießen. Und wenn wir dann schießen könnten, könnten wir das drüben kaputt machen. Oh, das wäre cool. Das könnte ich mir zumindest grundsätzlich vorstellen. Okay, das heißt aber, unsere Aufgabe für die nächste Folge steht eindeutig fest. Ich werde uns jetzt noch zurück nach Hause manövrieren, damit wir von da aus unseren Schlachtplan beim nächsten Mal festlegen können. Denn wir werden da noch ein bisschen was erforschen müssen. Ich möchte gerne hier noch einmal rein, weil hier brauchen wir diesen Anzug, den Elektrotechniker-Anzug. Weil es hier halt überall voller Stromblitze nur so zischt. Und ich möchte da gerne noch einmal reinschauen, wenn wir gerade hier auf der Ecke sind. Da unten sieht es nämlich nicht so aus, als wenn wir da sonst mit dem Robo rein sollten. So, geht's hier durch? Geht es? Das sind aber nur Trümmer. Ich glaube, ich war hier unten drin schon mal. Kann das sein? Wie sieht es auf der anderen Seite aus? Das sind auch nur Trümmer. Ja, hier waren wir schon mal drin. Okay, ich wollte es nur noch einmal klären, ob wir das tatsächlich schon kennen oder ob wir da nochmal rein müssen. Dann tanke ich jetzt unseren Sauerstoff auf, damit wir uns auf den Rückweg machen können. Oh, dann haben wir heute aber einiges entdeckt. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo die vierte Stütze ist, die wir noch kaputt machen müssen. Ich weiß auch noch nicht genau, wie wir da dann am Ende reinkommen, genauso wie bei den anderen zwei Stellen. Aber vielleicht würde uns das wirklich schon was bringen, wenn wir das andere Fahrzeug scannen würden. Ich glaube zwar nicht, dass wir das direkt bauen können. Das wäre halt irgendwie zu schön, um wahr zu sein. Da kenne ich das Spiel mittlerweile, glaube ich, zu gut. Da wird wieder irgendein Material dabei sein, was wir noch nicht können. Vielleicht einer dieser Energiekerne, wo ich noch nicht weiß, wie wir die neutralisieren können. Und er uns auch, glaube ich, noch keinen Tipp dazu gegeben hat. Es sei denn, ich habe nicht gut genug aufgepasst. Aber ich wüsste zumindest nicht, dass er uns einen Tipp gegeben hat. Das wird dann auch nochmal spannend. War ich hier schon dran? Wir gehen mal einmal dran vorbei. Wenn wir schon auf dem Weg sind, können wir auch einmal dran vorbeifliegen. Das sieht aus wie ein riesiges Geschütz. A very competent pipeline distribution. Eine Rohrleitung. Wie heißt das? Verbesserte Kommunikation. Ich kann halt gerade nicht scannen. Es ist halt gerade so ärgerlich, weil wir so viel scannen können und so viel konnte ich, glaube ich, in noch keiner anderen Folge scannen und mein Scanner ist kaputt. Zwischenzeitlich hatte ich sogar zwei oder drei Scanner dabei und dieses Mal kein Scanner, kein Scannen. Passiert. Aber wir wissen jetzt, wir müssen auf jeden Fall einen neuen Scanner bauen, am besten vielleicht sogar zwei, dann sind wir auch nochmal sicher. Wir müssen unser Inventar sehr weit leeren, weil wir einfach tatsächlich sehr viel Zeug mit uns da rumschleppen können. Wir müssen mal gucken, was man theoretisch in der Forschungsstation bräuchte für das größere Fahrzeug. Auch wenn ich glaube, dass das Scannen da irgendwas freischalten muss zusätzlich. Wir müssen noch so einiges. Aber auf jeden Fall ist das Wichtigste, dass wir nächstes Mal mit einem Scanner gerüstet wieder zurück zu diesen wunderschönen Trümmerstücken gehen und uns das Ganze nochmal um einiges genauer angucken. Alles, was wir so scannen können, freischalten und dann einen weiteren Fortschritt haben für unseren Speicherstand. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr schöne Ausgangssituation. Wir gucken mal, wie gut wir das in der nächsten Folge umgesetzt bekommen. Danke fürs Zuschauen und bis bald.